Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Tomek oder Povrot. Wir spielen eine Community gegen den Rest der Welt und euer Wunsch heute ist Urgott in der Mitte. Habe ich länger nicht mehr gespielt. Jetzt hieß es auch schon unter den Spielern, die wir hier mit dabei haben. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt war von meinen Mates. Yeah, endlich Urgott. Also vielleicht war. Ach hier, Ivan the Forest. Also lieben Gruß an dich, mein Lieber. Ich weiß nicht, ob du derjenige warst, der dir Urgott gewünscht hat, aber auf jeden Fall wird er jetzt gespielt. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen damit auch einen Wunsch erfüllen kann. Ihr merkt vielleicht, bei mir im Zimmer gibt es kein Echo mehr. Da kann ich auch nochmal Danke an meinen Sponsor Mike sagen. Mike zieht ja um und seine wunderbare Couch hat er mir überlassen. Und ja, dadurch, dass jetzt ein bisschen mehr hier in dem Zimmer steht. Hört jetzt auch kein Echo mehr. Ich hoffe, man merkt es. Ich hoffe, die Soundqualität ist ein bisschen besser. Und ja, mein Gegner Lissandra. Die Gegner haben auch ein eigentlich interessantes, starkes Team. Was haben wir hier? Shyvana. Wir haben, warte mal, erstmal die Top Lane. Top Lane ist interessant. Beides. Also, warte mal, warte mal. Achso, Favor. Ernsthaft? Okay, hier wird auch nochmal geswitcht. Fervor of Battle ist stark auf Auto-Attacks. Ich bin mal gespannt. Na gut, jetzt geht's los. Urgott, mal gespielt, mal nicht gespielt. In letzter Zeit sehe ich ihn sehr wenig, sehr selten. Und bei den Pros schon gar nicht. Obwohl ich gestehen muss, ich gucke in letzter Zeit jetzt auch nicht so viele Pro-Streams. Ich habe diesen übelst geilen Butcher Urgott. Der war, ich meine, das war ein Mystery Gift. Hey, schade. Naja, ich brauche das Late Game, ich brauche die Mana, ich brauche also auch die Träne. Da arbeiten wir uns langsam hin. Mit Lissandra ist definitiv nicht zu spaßen. Absolut starker. Das zum Beispiel auch ein Pick, der bei den Pros immer wieder gerne ausgepackt wird. Und auch wenn sie ab und zu mal, sie wird genervt, sie wird gebufft, sie wird dann wieder genervt. Also sie ist eigentlich immer irgendwie, ja, nicht schlecht. Und ich kann das gut verstehen, denn ihr Kit gibt einfach super viel her. So, jetzt gleich könnte ich sie versuchen mit einer Kombination, mit einer EQ-Kombination zu ärgern. Auto-Attack. Der Auto-Attack hat hier gefehlt. Der Auto-Attack hat hier gefehlt. Come on. Ah, zu greedy. Ein bisschen zu greedy. Ein bisschen zu falsch vom Timing. Schade. Aber da habt ihr schon gesehen, wie eklig doch das Potenzial von einem Urgott ist, wenn er eben die E vorher sauber trifft. Das ist natürlich wichtig. Würde sie sogar gerne versuchen, wieder zu ärgern. Ich könnte mir nur vorstellen, dass mir dann auf Dauer die Mana fehlen. Der Poke ist schon mal geil. Es ist so ein Poke, den ihr ganz, ganz sicher trefft. Und damit ist Urgott eigentlich in seinem Kit sehr, sehr einzigartig. Ihr müsst natürlich vorher die E treffen. Okay, das ist klar. Also ihr trefft nicht immer hundertprozentig. Klare Sache. Aber wer Urgott kennt, der weiß, was ich meine. Und da wird invaded. Kha'Zix, okay. Ha, ich habe nicht mal genug Mana. Oh nein, Kha'Zix ist hier. That's it, that's it. Das war's. Damit hat er mich. Okay, das war klar. Der kam genau aus dem richtigen Punkt und der kam mit Ghost. Das finde ich auch ganz besonders. Ich habe es schon im Ladescreen gesehen. Kha'Zix mit Ghost. Ich habe aber die Träne, alles gut. Ich hole mir noch einen Trank und die Träne muss langsam gestackt werden. Also im Late Game wird super stark. Oh, wer ist denn noch bei uns gestorben? Unsere Sona. Aber 2 zu 0. Das ist ja noch nichts. Bin auch gespannt, wie es hier in der Top Lane aussieht. Das ist eigentlich ein ziemlich interessantes Matchup.
Diana ist eigentlich ja ein AP, Bruiser, AP Assassin. Fiora als AD Assassin, eigentlich auch sehr stark, kann natürlich einen wichtigen Spell entspannt parieren. Whoop. Gut, jetzt muss ich auch wieder ein bisschen mehr mit der Q arbeiten. Allein deshalb, weil ich eben die Träne hochstacken will. Und jetzt so langsam schön Mana aufbauen, damit man eben diese EQ-Kombination auch die ganze Zeit abfeuern kann. Ich habe keinen Flash, keinen Escape-Move. Von daher bin ich eigentlich gefundenes Fressen für Kha'Zix, der sich jetzt aber in der Top-Lane bewegt. Und nochmal. Einfach mal so ein bisschen ansoften. Und deshalb spiele ich mit Thunderlords. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Wenn ich eben diese E einmal treffe und zweimal die Q, habe ich erstmal einen schönen Damage-Output und kann ihr damit so ein bisschen, ihr seht das auch schon, so ein bisschen Angst machen. So, jetzt muss ich aber auch selber aufpassen. Wo ist Kha'Zix? Ich brauche noch gute 100 Sekunden, bevor Flash ready ist. Nice, nochmal erwischt. Voll der geile Spell. Voll der geile Spell. Also auf jeden Fall ein Garant dafür, dass Urgot Spaß macht. Wenn man dann natürlich noch früh irgendwie einen Kill bekommt, umso besser. Ich habe auch Ignite wieder. Oh, ich habe auch die Ulti ready. Damit ist der Gegner sogar kurz CC'd. Und geslowt nach dem Swap, okay. Nice, wie nice. Schon wieder gut erwischt. Komm. Oh, please. Oh, please. Ihre Ulti ist raus. Wenigstens das. Also wenn sie die Ulti schon mal defensiv einsetzt, das ist für mich auf jeden Fall ein Vorteil. Aber gut, Ignite war jetzt auch raus. Ich hätte sie so gerne getötet. Ist eigentlich klar. Logisch, oder? Wie sieht's aus? 84 zusätzliche Mana. 40 kostet mich die Q. In der Kombination natürlich nochmal um einiges teurer. Also das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wieso Urgot eher im Late Game, eher im Late Game stärker ist als im Early. So, in der Bot wird gegankt. In der Top ist unsere Diana gerade gestorben. Aber vom CS her hat sie was gut gemacht. Der Switch! Der Switch! Der Switch! Nochmal ein Auto-Attack! Yes! Yes! Habe ich jetzt einen Red Buff? Habe ich jetzt einen Red Buff? Holy! Holy! Ey, komm, sie muss jetzt einmal nur ihre Kralle verbrauchen. Jetzt hat sie die verbraucht. Shit! Ich will den Auto-Attack drauf haben, Jungs! Und! Boom! Ich hab sie, ich hab sie. Jo, Urgot, OP. Nice. Scheint gerade doch ganz gut zu funktionieren. Ja, die sind zu weit reingegangen. Ja, Kha'Zix, der hat, also auf jeden Fall hat er mir Angst gemacht, keine Frage. Ich bin jetzt auch, ich habe jetzt mal als zweites. Ich habe jetzt mal als zweites, ihr habt's gesehen, die E geskillt, weil er einfach mal die Kombination natürlich sehr, sehr stark ist. Armor. Und Armor Penetrate, also die Rüstung der Gegner wird auch ein bisschen reduziert. Black Cleaver, schön. Black Cleaver ist, das sind zwei Essential. Machen wir es mal so. Hier. Ja, das ist alles nicht schlecht. Es ist alles nicht schlecht. Ich baue es mal jetzt so, wie es im. Obwohl mir das irgendwie nicht gefällt. Ihr merkt schon.
Eigentlich, weil ich mir gerade ein BF-Schwert leisten kann, ich hol's mir einfach mal. Urgott in der Mitte, der muss brennen, der muss richtig brennen und das werde ich jetzt auch gleich. Zack, und dann gönnen wir uns nochmal. Ja, gut, dann gönnen wir uns hier nochmal was. Na, den holen wir uns mal nicht. Holen wir uns mal ein Vision Ward. Okay, ich bin jetzt eigentlich ziemlich stark. 2-1-0, auch vom CS her. Wie sieht's sonst aus? CS hier. Eigentlich alles in Ordnung. Ezreal stirbt nicht. Wayne ist einmal gestorben. 3-3. Läuft. Komm vorbei. Ich komm vorbei. Bin jetzt direkt auf dem Weg. Nice. Mit dem Blue Buff ist natürlich Urgot super stark. Diana wurde gegankt, hat trotzdem einen bekommen. Okay, ich denke mal, ich bin jetzt extrem weit vorne. Also die Lissandra soll sich jetzt mal hier schön blicken lassen. Ja. Hallo Lissi, komm ran. Komm ran, Lissi. Ich glaube, ich bin echt gut weit vorne. Nice. Wow, was für ein Schaden. Junge, das überrascht mich jetzt gerade selber. Sie wird jetzt gleich wieder ihre Ulti verhauen müssen. Upp, 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 upp. Was ist da los? Irgendwo ein Kha'Zix auf dem Weg, oder? Ah, oh, da ist er schon. Ich versuche ihn mal trotzdem zu killen. Schild. Und CC. Und CC, Baby. Und CC, Double Kill. Yo. Diese Urgott-Power. Was zum Teufel ist das? Das ist ja unglaublich, da wird er schon gegankt. Okay, Kha'Zix war relativ schwach, dafür habe ich jetzt auch das BF-Schwert und dafür habe ich viel Power. Aber ich würde mal sagen, Surprise, Surprise. Urgot kann gegen das richtige Matchup bestimmt gespielt werden. Vielleicht könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch die, die sich Urgot gewünscht haben oder die mit Urgot ein bisschen mehr Erfahrung haben. Wann, in welchem Matchup und in welcher Lane denkt ihr einfach, dass Urgot seine beste Position und am besten seinen Platz in League of Legends findet. Also zumindest im Moment. Ich meine, er wurde kurzzeitig auch dann als ADC viel gespielt. Oh, jetzt gibt es für mich hier nochmal einen Mana-Mune. Wunderschön. Vision Ward steht auch noch. Tränke brauche ich keine. Oh, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Da sind die Gegner aber schön. Die sind aber nach vorne gegangen. Holy. Kha'Zix Level 8, Shyvana Level 9, da können die Gegner gar nichts machen. Nice. Und jetzt hat auch Diana hier die Toplane absolut im Griff. Guck dir mal. Guck dir das an. Oh. Warum aktiviere ich das Schild? Vielleicht für die, die Urgot nicht so gut kennen. Wenn Urgot sein Schild aktiviert hat und dann mit der Q trifft, dann slowt er seine Gegner noch. Oh, schön. Diana hat jetzt da auch noch den Tower geknallt. Ich denke mal, nach dem Gamechen machen wir direkt noch eins. Da erfülle ich nochmal einen Wunsch. Die Auto-Attacks brennen. Die Auto-Attacks brennen.
Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch. Guck mal, wer hier kommt. Dive mich nicht schon wieder, Junge. Er dive mich schon wieder! Ist das eine. Oh, 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 nein, Schuss! Yes, ich hab ihn. Ich hab ihn. Immerhin, ich wurde gegankt, es ging 1 zu 1 aus. Aber der ist schon wieder. Der ist auch genau, habt ihr es gesehen? Der ist hier, hat gesehen, der Tower gleich auf dem Rückweg. Aber da war meine Ulti schon dran. Was gönne ich mir jetzt? Ich wette, Newmus ist auch so sexy auf diesem Champion. Wie steht's eigentlich mit einem Duskblade? Wäre ja mal interessant auszuprobieren. Eigentlich wollte ich aber erstmal Richtung Blutdürster und Richtung Cooldown Reaction Schuhe. Zack, aber hier mit einem Vampiric Scepter. So, jetzt bin ich doch sehr, sehr gut ausgerüstet. Vielleicht hätte ich sogar beide haben können mit noch dem Ignite drauf. Aber das Ignite hätte ich wahrscheinlich sowieso auf Kha'Zix gehauen, um auf Nummer sicher zu gehen. Also, alles richtig gemacht. Oh, jetzt wollen sie es nochmal wissen. Und Kha'Zix ist. Hopp. Nein, hier fehlt doch jemand. Hier. Ach, da ist sie. Falls ihr mal Lissandra spielt, ich würde nicht so oft euren Escape Move einsetzen. Genau, zack. Ich muss ja immer nur Thunderlords mit drauf kriegen. Das heißt, einmal E, zweimal Q. Falls noch ein Auto-Attack dazwischen geht, wäre natürlich ganz geil. Aber die Auto-Attack-Range, ihr seht die hier. Und dagegen die Q-Range, die ist um einiges weiter. Vor allen Dingen natürlich gekoppelt mit der E. Oh, wen haben wir denn hier? Sweetie. Ich denke mal, der wird gleich rausjumpen. Der wird doch gleich wegjumpen, komm. Guck mal, jetzt wollen sie ihn alle haben. Jetzt wollen sie ihn alle haben. Upp, da hat der Ghost gezündet. Und weg. CC-Kette. Schöne CC-Kette. Urgott Sona. Da hat Sona aber auch richtig reagiert. Denn es war schon ziemlich greedy von mir, dass ich da diven wollte. Sauber. 1200. Oh, BF-Schwert kostet mich 1500. Das hätte ich natürlich super. Warte mal, warte mal. Das kriegen wir hin. Das BF-Schwert kriegen wir hin. Eventuell kann ich sogar. Ach, für 180 verkaufen? Alles klar. Dann gehe ich jetzt schon zurück. Dann verkaufe ich nämlich mein Doran's Blade. Ist immer ganz gut, das länger zu behalten, weil es halt ein starkes Early-Item ist. Und es gibt euch diesen Lifesteal, den will man natürlich mitnehmen. Aber klar, wenn ich mir einen Blutdürster leisten kann, der 20% Lifesteal bringt. Und ich kann hier nochmal das Trinket switchen. Nicht vergessen, ab Level 9, jetzt bin ich schon Level 12. Das heißt, ich hätte schon mal ein bisschen früher auf jeden Fall wechseln können. Wechselt einfach immer. Es sei denn, ihr spielt einen Champion. Bei Katarina, bei Jax behalte ich sogar gerne das Warding-Totem. Weil ich damit ganz gut klarkomme, so von der. Von der Bewegung, dass ich eben, also bei mir ist es ja T, ihr seht es hier, wenn ich T drücke und dann eben gleich einen Move abfeuer. So, jetzt baut sich auch noch ein schönes Schild auf. Thank you.
Ja, schade, da habe ich keinen erwischt. Oh, Diana. Diana hat aber gleich drei erwischt. Nice. Na komm, lass uns weitermachen. Was wollen die Gegner denn dagegen tun? Ich habe schon viel zusätzliche Mana hier. Und das Coole an Urgot, obwohl er ja so eine Art ADC ist, zwar auf eine etwas andere Art und Weise, aber. Na? Aber der ist auch relativ tanky, eben weil er dieses tolle Schild hat. Oh. Sag mal, ich will mal die Wayne. Oh. Bam. Diana. Oh. Okay, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, komm! Hopp. Holy moly! Holy moly! Hat nicht ganz gereicht für den Tarik. Aber genau dafür habe ich doch meinen Bluttester. Damit ich schön hier langsam meine Leben wieder auflade. Opala, 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 das ist eklig! Das ist verdammt nochmal richtig eklig! Und yes, es reicht. Ignite hat ihn noch auf ihr drauf. Nice. Aber Ezreal Sulti hat da schön Unterstützung geliefert. Also good job, Team. Und die Gegner surrendern. Aber Minute 23. Ist okay. Auf jeden Fall ein schönes Urgot-Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich bin selber ein bisschen überrascht, aber ich denke, wenn ihr Lust habt, Urgot zu spielen, dann spricht da eigentlich nichts dagegen. Man muss ihn vielleicht ein bisschen practicen, ein bisschen einschätzen, die EQ-Kombination, vielleicht auch mit dem Schild, vielleicht skillt man auch das Schild als zweites hoch. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwo da draußen Urgot-Main seid, dann schreibt mal in die Kommentare, was ist euer bester Bild, was ist euer Skill, eure Skill-Reihenfolge und wie, in welcher Position würdet ihr ihn am liebsten spielen? Ich bin euer Tomek, ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal, stay positive. Ciao, ciao.